Freunde, ich weiß nicht, ob man mich hört. Müsste man aber eigentlich. Ich bin jetzt am Flughafen. Edi Geller hat 2 Stunden geschlafen. Es ist 7 Uhr morgens und ich habe gerade mit Sydney Friede telefoniert. Aber nicht, weil er früh aufgestanden ist, sondern weil er immer noch wach ist. Und ich habe Angst, dass der Mann noch Intus hat. Er muss mich in 6 Stunden vom Flughafen in Ibiza abholen. Ich hatte euch auf dem Laufenden. Ich habe voll vergessen, bis jetzt alles aufzunehmen. Das ist übertrieben hektisch alles. Meine Freundin hat mir extra einen Selfie-Stick mitgegeben. Gestern Abend, damit ich filmen kann. Ich habe ihn vergessen. Mein Arm fängt jetzt ab. Ich habe 2 Stunden geschlafen. Alles gut. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal kostenlos. Es wird der Ibiza-Vlog, Freunde. Mykonos-Vlog, Ibiza-Vlog. Ich werde aber diesmal versuchen, die Kamera raufzuhalten. Ist mir scheißegal, was würde ich uns Sydney sagen. Ich werde ein paar Sachen reinschneiden. Guck mal, wie wir getroffen haben, ne? Das sind super frische Männer. Ne? Super frisch. Frisch ist super. Du hast das sauber gemacht, sagst du. Nein, Julian, fällst mich nicht an. Du fällst mich nicht an. Es ist ein Einzelband, ne? So wachen wir jeden Morgen rum. Ekelhaft, du fällst mich nicht an. Männer, das ist so geisteskrank. Hilfe. Es hat einfach 4 Stockwerke. Was ich auch gar nicht verstehe. Wir haben einfach einen scheiß eigenen Fahrstuhl. Ja, schalt die Kamera drauf, Alter. Schalt sie drauf. Schalt ich nicht? Ich bin Geist, Eli. Sagst du? Wenn ich die Kamera sehe, bin ich hier oben. Ich bin von da. Ich kann echt nicht ab dem Fuß. Komm, lass es los. Bruh. Was war denn das für ein Ende, Digga? Ja, ja, ja. So, ich weiß nicht, wo wir sind. Das ist der dritte Kollege. Ich verstehe die Idee. Ich verstehe sie. Vollende sie. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Nimm doch mal ein bisschen. Probier mal. Aha. Ist in Ordnung, ne? Alles gut. Red Bull only. Genau. Red Bull only. Zeig's mir. Das ist okay, das ist okay. Machst du gut. Lecker, Red Bull. Routiniert. Hey, Outfit of the day. Junge, sag mal. Ich hab kein Outfit. Sag. Nackig. Schuhe von wo? Ja, von nirgendwo. Ja, yeah, Hose von? Casablanca. Casablanca, wie viel? Dann hab ich hier einen Red Bull. Okay. Und... Hey, Eiskette hier. Hey, das blinkt. Papi Munano. Ich geh jetzt zum Milf. Soll ich das festhalten? Sie ist 31 und dicke. Ich geh da hin. Aber kein Arsch. Aber 31 und dicke. Und ein schönes Gesicht. 3 Pluspunkte, 1 Minuspunkt. Halt mich auf den Laufenden. Ich versuche jetzt hier irgendwie. Macht ihr Yoga? Was war euer Lieblingsfach? Ja, Mathe bei euch blau oder rot? Blau. Ja, danke. Was sagt ihr zur WM momentan? Witzig, wa? Wegen Kotz. Ich hab die Mathe gar nicht. Ey, Umut hat 40 Augen gemacht. Wie ein Stern, ey. Ich kotze gleich nicht mehr. Der sitzt irgendwas. Ja. Es gibt einen Kotzsitz. Ja. Weiter. Langsam muss mal durchgespült werden. Dann gehört auch mal die Zahnbürste in den Mund. Ja, ja. So, mir geht's gut. Aber ich möchte einfach mal durchspülen. Okay. Was? Ich halt drauf. Ich muss das festhalten. Für die Allgemeinheit. Alles gut. Er filmt mich beim Kotzen. Er muss selber kotzen. Ich und Eli haben gerade was sehr taktisch Kluges gemacht. Und zwar, es war ein taktischer Kotzi. Ja. Nicht gezwungen, nee. Einfach freiwillig, ja. Um den Magen durchzuspülen, um vorzubeugen, zur Prävention, ja. Dass du später komplett... Verletzungsprävention. Ja. Da, 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 da
Du bist ein Champion. Das kommt, das kommt. Jetzt. Drück. Das kommt. Nein, rein. Doch, doch. Rein damit. Weiter. Folgender Kontostand. Die Polizei ist jetzt draußen. Winnie Witzern. Maske kaputt. Weitermachen. Doch, nein. Doch, du kannst doch raus. Nein. Polizei ist vor der Tür. Spanische Polizisten, sehr uncool. Sag ich ehrlich, ich hab ein bisschen Kopfschmerzen. Ich finde, man hat echt Kopfschmerzen. Was willst du machen? Machst du nichts. Ich als Kapitän übernehme jetzt Verantwortung und werde die alle wecken. Weil wir in einer Stunde eigentlich am Boot sein sollen. Wir müssen in einer Stunde am Boot sein, ne? Jo. Ich sag dir ganz ehrlich, ich will nicht heute ansprechbar. Moment. Steh auf. Wir müssen in anderthalb Stunden am Boot sein. In einer Stunde. Dankeschön. Hey, wie geht's dir, Madon? Weiß ich nicht. Kannst du so Pusher nicht sagen? Du musst auch der Essen. Junge. Hallo, hey. Wir müssen in einer Stunde am Boot sein. Es ist 12 Uhr. Weiß ich auch nicht. Hey, na? Wie geht's? Ach, wir müssen in 20 Minuten. Erste Nacht mit ihm, Freunde, sag ich ehrlich. Da kam die ein oder andere Hand von ihm auch schon, muss ich sagen. Aber das habe ich gekonnt geblockt, weil so eine bin ich nicht. Merkst du selber die Qualität. Kam bestimmt 2 oder 3 in meine Hand, brauchst auch gar nicht so schmunzeln. Hä? So, laut Erzählungen hat der Mann seinen Führerschein irgendwo in Kamerun gefunden. Guck sie an. Sag mal, hä? Guck sie an, lass dich überraschen. Echt? Ey, das kann man aber. Das ist gar nicht so viel. Ja. Also hier ist nur eine Delle. Wenn wir die richtig machen. Ein bisschen schleifen, dann sieht es aus wie neu. Und auch ein bisschen nur ein bisschen gucken. Dann sieht es aus wie neu, ne? Vor allen Dingen auf der anderen Seite ist ja auch was kaputt, aber das ne? Das ist Sydney Friede. Auch gut. Würden die mich gestern zwingen zum Kotzen, Alter? Ja. Nicht mit mir, du weißt, verstanden, Alter. Ich hab das aufgenommen, was du da für Geräusche von dir gegeben hast. Nicht mit mir. Nicht mit mir, Wichser. So. Wir machen jetzt eine Bootstour. 12 Leute. Ja. Und ich melde mich dann, wenn wir da sind. Ich spüre es nicht, Leute. Ich war gerade auf dem Klo und dann ist mir aufgefallen, hier ist es ja übelst groß, auch noch unten. Von hier, das geht hier einfach noch weiter. Was ist das hier? Hier sind auch noch mal 2. Und hier eine Toilette und hier noch so ein Bad. Krank. Hier noch eine Toilette. Dann geht's hier hoch. Dann machen sie hier gerade ihre Bilder. Der Mann hat es gezeichnet von gestern. Das ist so krass groß hier alles. Das sind 3. Hey! JP! JP! Wie ist? Mach mal jetzt! Du hast mir gesagt, Eli ist cool. Er kann alles springen und so. Das ist mir zu hoch. Komm nach unten. Du machst vom 10er einen doppelten Auerbar. Ja, aber ich weiß nicht, wie hoch das ist. Oh! 4 Meter. Mann! Soll ich dir jetzt einen Druck geben? Das ist cool. Ist cooler hier, als von hier ist Free Content. So ein Dreckskater. Deswegen spring ich auch lieber vom 1er. Also, stell dich vor. Jesse. Wie alt? 20. 20. 20 Jahre alt. Ja, lass dich sagen, Großer. Oh, ich hab so Angst. Oh,
the red button. Yes. Or turn on, turn off. Yes. Turn on when I say. Yeah. Lever. Yeah. Close. Neutral. Yeah. Backward. Right for fast and then put the ball. Okay, kein Wort verstanden. Was ist Turbo? Rechts, ne? Ja. Rausfinden. Lowly. Ey, fahr mal! Eli! Oh Mann! Scheiße! Einer war gerade im Wasser. Und? Hat so Bock gemacht. Guter Fahrer. Ich war ein guter Fahrer. Du sah so rasant und ungestüm aus, Hilfe. Ich würde da so ungern drauf sitzen. Ne? Das ist ja lass mal zusammenfahren, Zip. Eli, nein. Ich hab's mir angeguckt, es sah noch schlimmer aus, als ich dachte. So, Sydney fährt jetzt mit Eli. Eli wird fahren. Sydney ist hinten dran. Wie ist die Gefühlslage bis jetzt? Hast du Angst? Halt dich fest lange, ne? Keine Angst, cool. Ja, ich fahr die ganze Zeit. Okay, ist kaputt? Ah, oh. Oh, das ist kaputt. Drück durch! Hi Freunde, herzlich willkommen. Wir sind jetzt auf dem Jetski. Der Mann hat so doll Angst. Ich fahre gerade mal dran. Hi Freunde, herzlich willkommen, wir sind jetzt auf dem Schiff. Hat keinen Spaß gemacht. Also, echt jetzt? Ich würde es nicht freiwillig machen. Ey, wie groß sind Giraffen? Giraffen, Eli. Sure. Eli. Genau. Wir werden jetzt hier abgeholt mit so einem Schlauchboot, glaube ich, und gehen jetzt Essen fahren. Wir haben jetzt zum ersten Mal Oktopus, Fazit. Nicht so nice, ne? Also ist okay. Wolf mich nicht. Ein bisschen geschmackslos. Ja. Das hier ist top. Ich mache jetzt hier eine Essensbewertung. Die Garnelen waren echt gut, waren wirklich saftig. Kriegen eine 8 von 10 für Garnelen. Ja. Das absolutes Falschgeld gewesen. Kein Witz, Freunde. Eigentlich, man soll auch nicht so über Essen reden und so. Dankbar. Aber ich meine jetzt ernst, das hat 30 Euro gekostet. Das ist heftig so, das Ei ist, hier ist ein Ei, was nicht mal durch ist und so, und das hier ist Lobster, aber ich weiß nicht genau was. Dann gibt's hier Kaviar, was auch nicht so lecker war, also keine Ahnung, und das weiß ich auch nicht, also, ja. Kriegt ungelogen, tut mir leid, 2,5 von 10. Oktopus habe ich gegessen, war ein bisschen eigen, fand ich. Wie fandest du Oktopus? Geschmackslos. Wir sind hier mit hohen Erwartungen reingegangen. Ganz hohen Erwartungen. Hohen Erwartungen. Und es war Quatsch mit Soße. Die haben gesagt, da war Neymar und da gehen immer so. Da dachte man, okay, da ist Qualität. Abzocke, hat 800 Euro gekostet. Quatsch mit Soße gewesen. So, das war super. Super, super, super. Valeta. Sehr Story Valeta. War ein richtig geiles Erlebnis. Wir brettern jetzt nach Hause. Ich habe kaum Prozente. War den ganzen Tag da. Ich glaube von 13 bis 22 Uhr. Ich hatte dich auf dem Laufenden. Mein Handy geht gleich aus. Perfekt. So. Es ist jetzt der dritte Tag. Gestern. Ey Leute, mein Kollege kann einfach Backflip machen. Boah, Digga, das war krass. Gestern war der zweite Tag. Wir waren den ganzen Tag auf dem Boot. Irgendwann sind einfach alle Handys ausgegangen, Freunde. Das ist so Quatsch mit Soße bis 22 Uhr oder so. Dann erstmal nach Hause gebrettert und dann noch ein bisschen zu Hause gechillt. Ich werde jetzt die ganzen Knäsche wieder wecken. Das mache ich jetzt einfach jeden Tag. Mal gucken, was hier los ist. Wir müssen nämlich in anderthalb Stunden in so einem Beach-Dings sein. Hi. Doch. Wir müssen in anderthalb Stunden im Beachclub sein. Jawohl. Hier riechst du wie ein Puma-Käfisch übrigens. So, weiter geht's. Mal gucken, wen haben wir hier so. Ey, Marlon, ne? Ey, Marlon, ne? Wie geht's? Und da hat er doch das einfach mal nicht reagiert. So, die letzten. Oh, nö, die werden ja ab. Nee, noch nicht. Hi, na? Na, alles gut? Wie geht's? Hier riecht es auch nach Scheiße. Es riecht überall nach Scheiße. Ja. Guck mal, in anderthalb Stunden müssen wir im Club sein. Digga, es sind 25 Grad. Es fühlt sich an wie 35, das ist echt so, Digga. Lass uns treffen, dann trinken wir jetzt den zusammen. Den kurzen? Ja.
Ja, so kurz ist der nicht. Finde ich gut. Ist okay, ist in Ordnung. Ja, machst du gut. Gut, Ahmed, gut, Anna. Ah, ist okay, oder? Ja, ist okay. Red Bull kickt. Hey, Eli, zeig mal, wie du zu solchen Songs tanzt. Ja, warte, da gibt's nur einen. Da gibt's, ich glaube, immer nur den. Nur den rechten? Ich glaube, nur den rechten. Wie geht's? Sag, ich hab dir eingeladen. Wie geht's? Na. Ja. Mit dir? Auch gut, ja. Top, top. Was ist? So. Willi, Stressmacher. Guck auf alles, ob du alles hast. Ja, ich hab alles. Du zählst nicht Latschen noch? Ja. Willi, Gott. Der war Freund. So ein Stinkstiefel. So ein Stinkstiefel wurde rausgeworfen. Ja. Zu viel Stress. Und das größte Falschgeld von allen ist Sydney. Ich kann euch den Grund nicht erklären, aber der Mann ist seit einer Stunde auf Toilette. Nicht wegen irgendwas Sexuellem, sondern weil da jemand ein Problem hat. Ja, super! Ja, passt! Und selbst wenn sie läuft, ist mir scheißegal! Naja, was ist denn jetzt los? Wir wollten uns gestern gegenüber schon an. Wenn sie erst kommt, hat boah, ich stehe hier. Erzähl aber die Geschichte, die ganze. Ja, okay. Omid. Hatte eine Prüfung. Tür war offen, wir haben ein bisschen gelauscht. Ich und Willi. Nackig, nur mit Unterhose. Wir standen dann gegenüber, nur in Boxershorts und haben uns das angehört. Und dann meinte ich so, Willi, ich hab einen Streifen. Ja, okay. Und dann meinte ich, dass wir uns gegenseitig gegenüberstehen und wir uns einen runterholen. Und wer zuerst kommt, hat gewonnen. Hört sich logisch an. Hört sich logisch an. Das war eigentlich voll lustig. Das ist eigentlich, das ist eine gute Idee, ja. Ich hatte einen leichten Hebel. Fand ich cool. Was hast du gesehen? Oh nein, Digga. Das ist nicht passiert. Ey, ich zitter, Digga. Hast du gesehen, was er gesagt hat? Digga, er ist einfach reingelaufen. Er hat den Punkt nicht gesehen. Hast du ein Video, wie er reingefallen ist? Nein, aber ich hab den Micha mein Handy gezählt. Was ist heute für ein Tag? Tag 3 ist das hier, ne? Ja. Tag 3 war Quatsch mit Soße. Tag 3 war Quatsch mit Soße bis jetzt. War Quatsch ohne Ende mit Soße. Digga, es war echt mit sehr viel Soße bis jetzt. Wurde die Party jetzt beendet? Ja. Hello, I can't sleep, muss ich sagen. Hola, mi Niklas. I have a big problem. You speak English? Das war's dann nicht, oder was? Party. No habla español. Big party, my neighbors. Party, brum. Where is the party? Es puet. Problem is competent of the Santa Police. Okay, jo. Ja, okay. Bye. Jo. Polizei kannst du ja auch. Hola, señor. I have big problems with my neighbors. Every time party, okay. Yeah, music, okay. Loud music. You call 112. Yeah, okay. Okay. Yeah, okay. Hola, I have a big problem with my neighbors. I called the second time because they make a party. They make in a house. Yeah, in a house, and I called the police 2 times and they didn't stop. Where are you now? In Palma? Ibiza. In Ibiza City. No, in Es Puet. Very loud party. Okay, Carl Martinez is from Santa Eulalia. Okay, yeah. I give you a telephone number and you phone there. Digga, was macht man, wenn man stirbt? Da hat man richtiges Problem, Digga. Hola, señor. I have a big problem with my neighbors. They make a party and it's too loud. Okay. I want to stop it. It's too loud. I call the police second time. I have to work tomorrow. Okay. Have your name. My name? Paolo. Your phone number. 0177. That's your phone number? Yeah, that's my phone number. I want to sleep, señor. Por favor. Thank you. What? That's thank you. You coming? I say thank you. Okay, gracias, señor. Wie kann man so ADHS haben? Wie kann man so ADHS haben? Wie kann man so ADHS haben, Digga? Ich versteh's nicht. So schlimm. Ich hab's vergessen, dass du da warst. Ich sag euch ehrlich, das ist nicht meine Uhrzeit. Und ich hab auch ein bisschen Kopfschmerzen.
Nur ein bisschen, aber auch nur. Hä? Basic Kollektion kommt wahrscheinlich am 25. Aber vielleicht müssen wir das auch ein, zwei Wochen nach hinten verschieben. Wissen wir noch nicht. Ja, guter Spot, Digga. So falsch, Geld. Ich seh keinen Urlaub, ey. Geile Pics von dir. Wie soll das denn gehen? Ich seh keinen Urlaub. Mach dich an den Job ran. Geh wieder arbeiten, Mann. Ey. Leute, ich sitze jetzt hier seit 3 Stunden mit ihm und wir reden über Aktien. Und er erklärt mir das Businessmodell. Ich möchte einen Cashflow. Ich möchte, dass das Geld für mich arbeitet. Was muss ich jetzt machen? Also, ich möchte mein Geld gerne investieren, aber ohne so viel Risiko einzugehen. Was erhoffen Sie sich von Ihrem Investment? Dass ich Geld damit mache. Aber halt, ich will nicht, keine Ahnung, wenn ich 100.000 Euro da reinstecke. Und dann, reden wir mal nicht von Zahlen. Okay. Ohne Risiko kommst du so voran. Aber, Risiko? Aber du musst Ahnung davon haben. Natürlich. Hast du Ahnung davon? Du musst dich mit der Materie beschäftigen, ja klar. Bist du ein risikofreudiger Hund? Bist du so einer? Nein, eigentlich nicht. Nicht? Eigentlich, dann musst du, dann ist es nicht für mich. Dann bist du einer. Dann ist es nicht für mich. Dann bist du ein ETF-Typ. Dann bin ich ein ETF-Typ. Sagen. Coole Aussicht. Hey, ist hier kein Kindergarten? Hey, alles gut. Hey, sieht voll cool aus. Schaust du in die Richtung, Alex stellt sich neben ihm. Ja. Und pass auf, dass sie nicht runterfällt. Weil ja, ja, es ist hier tief. Das ist einer der schlimmsten Autofahrten, die ich bis jetzt in meinem Leben hatte. Das war gelogen, ne? Stabil ist gut, Junge. Das ist wirklich nicht gelogen. Achtung. Hoppa. Mach beide Hände ans Lenkrad, bitte, Sidney. Ich kann das nicht mit dir. Da musst du noch ein bisschen. Ey, der Tag ist leer. Was laberst du? Straße, ich kann manchmal an die Seite fahren. Warte. Ey, wir brauchen jeden einzelnen KMH. Drück aufs Gas. Geht nicht. Geht nicht. Amen. Digga, das ist jetzt scheiße. Soll ich dir erzählen? Mach mal den Motor an. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, was passiert dann, wenn... Frag dir mal noch, ob wir was kriegen. Sorry. We don't have gas. Was? Was ist hier reinpusten? Ins Tankloch? Mal gucken, was der Koch gesagt hat. Da kommt kein Wort Englisch. Digga, unangenehme Situation irgendwie. Wie viel? Du sollst warten. Si, Papi, Mumianio. Aber Ehrenmann, wirklich. Digga, in Deutschland wäre hier Peter vorbeigetrieben. Ja, wäre nicht mein Problem. Geh doch einfach mal tanken. Digga, guck mal, wie das Auto aussieht. Junge, ich hätte so Angst vor uns. Jetzt mal, wie sehen wir denn aus? Ich weiß, was wir machen sollen. Yo aquí tengo diesel. Diesel. 10 yes. Para el coche. Yes. Pero tengo que ir. Y echarse acá. Hay que chupar. Aquí yo. Y yo a ti en tu coche. En tu car. Yes, but how does it come pero from hace here? Falta una goma. What is that? Yeah, yeah. No hay goma aquí. But where's the. Wo ist Tankstelle? Hat der Diesel dabei? Ach, do you have diesel? Es mío, diesel. De la máquina, machine. Bala. ¿Me entiendes? Ey, dass wir auch einen abbekommen haben, der aber so einen Schlauch hat und so. Digga, was hier gerade passiert, ist nicht mehr normal. Okay, ahí, quieto. Okay. 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 Ich hab ein bisschen Angst vor dem Fuß. Junge, ungelungen. Espera. No puedes moverlo. Was? Du tienes que estar quieto, así y quieto. Okay. So? Ich weiß nicht, was ich mache, Chet. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ahora. Ahora. Ich hab so... Digga, das ist der Wahnsinn, ne? Vamos a probar un poco más. It's finished? Yeah. No, no. Y más de 5 litros. Vamos a probar. Chat, ihr wisst nicht, was passiert ist. Momo, ist... Ja, ja. Wir sind... Wir kommen gerade vom Shooting und Tank ist einfach leer gegangen und zittert nicht. Die seit 30 Minuten ungefähr. Und kommen nicht voran. Wie geht's? Und dann ist hier der Ehrenmann einfach vorbeigefahren und hat uns was von seinem Tank gegeben. Und wir mussten das so mit so einem Schlauch... Was passiert hier? Was passiert hier? Doch, das geht, das geht. Mucho. Hey, der Mann tranquilo, ist so vorbereitet. Tranquilo. Er ist vorbereitet. Sí. Als wenn er seinen ganzen Tag... Ja, warum hat er einen Trichter dabei? Warum hat er so einen Schlauch dabei? Er hatte so eine Dieseltanne mit. Ungelogen, ich habe sowas noch nie gesehen. Ne? Wir müssen dem Mann Geld geben. Sidney, wir müssen den... Ich gebe dem Mann ein Elevator und gebe dir 1.000 Euro. Guck mal, ob das Ding anspringt. Mama. No.
Quita y dal, mira. Muchos gracias. Digga, das ist so unangenehm. Nein. Ey, wir kommen hier nicht weg, Freunde. Wir sind irgendwo und nirgendwo. Ich dachte, das hätte gereicht. Lass den Mann ran da. Ja. Ich schreie runter, ich sag's auf einmal. Eli, ich kann nicht mehr greifen. Der Tank ist leer. Wir werden noch runtergerollt. Guck mal da hoch. Wir sind hier noch runtergerollt, Freunde. Ey, das ist aber Diesel, ne? Also er hat uns Diesel gegeben. Ich weiß nicht, das sieht aus wie Wasser, was er dann. Warum hat er denn Diesel in sein scheiß Auto? Ja. Warte, Mutschatz. Hey! Hey! Gib dem Mann alles, was er will. No, gib ihm noch was von mir. Gib ihm noch von mir. Gib ihm noch von mir. Gib ihm noch was von mir, Digga. No, no. No. Thank you, thank you. You are, was heißt retten? You saved your life. You saved your life. No hay problema. Ahora corriendo gasolinera. No dais mucha vuelta a gasolinera ya. ¿Vale? That's good. Gracias, gracias. Hasta luego. Venga, venga. Es ist der Wahnsinn! Der Wahnsinn! Und ich hab alles auf Pfand, Freunde! Hey! Es war der größte Zufall, den es gibt. Ich sag dir so, wie es ist. Warum? Er hat ein Diesel. Vorbei. Da ist ein Kanister mit Diesel, wo man rauspumpen muss. Wie geht das? Warte, warte, warte. Gasolina! Corriendo Gasolina! No, no deis mucha vuelta! Yeah! 3 minutes. Despacio! Oh. Ja, ja, fahr langsam, Digga. Er ist so glücklich. Digga, er ist so cool gewesen. Er ist auch so glücklich über das Geld gewesen. Wir fahren jetzt zu irgendeinem Laden. Leo heißt der Laden. Das ist eine riesen Show, da gehen Leute wie Messi, etc. immer essen. Diabusi. Also ich halte es für ein absolutes Gerücht, dass da das Essen deswegen so gut sein soll, Digga. 200 Euro kostet es. Das ist Show. Ja, das ist Show. Die Show, du bezahlst für die Show und das Ambiente. Ja. Guck mal, ich gehe jetzt mit der Einstellung wie bei Nusret rein, okay? Nein. Nusret? Nein, guck mal, aber die verlangen ja so viel. Ich erwarte eine 10 von 10. Eine 10 von 10, wollte ich eben nochmal gesagt haben. Ja, versteht mich zwar nicht. 10 von 10. Sonst habt ihr alle ein Problem. Die sind alle mit ihren Hemd hier und sowas. Das ist nochmal klar. Ich bezahle hier 200 Euro, dass ich reinkomme. Ich kacke hier gleich vor den Stuhl. Und hier war Messi? Nur deswegen bin ich hier hingegangen. Das wolltest du haben? Das sieht gar nicht cool aus. Was ist das? Sivas Fisch. Ich glaube, uns wurde ein Bär aufgebunden. Nee, ich glaube, hier, mein Engel. Er hat es auch. Hey, was hast du da? Warst du bei McDonalds, hä? Warst du auch bei McDonalds, Bruder? Alles gut, hä? Alles gut, hä? Die Pussycat Dolls! Falsch geht! Qualität hier wirklich am Start. Super! Very nice! Think anyone that you want, you can change in your mind the time that you want. You heard? Yes, show him. Yes. Any card? Yes. Here, I put only one looking down. Okay. Only one card, they are looking down. Okay. What card are you thinking? Five heard. Five heard. So here. Five heard. Only one. That have to be looking down, like I tell you. Only one car in on the deck. Yeah, yeah, yo! Yeah, yeah! So the guy. Da stand Gemüse und Kartoffeln und so, was ist das? An alle da draußen, hört nur meiner Stimme zu. Ihr habt das Beste verdient. Ganz viel Liebe geht raus. Nehmt eure Freundin in den Arm. Nehmt eure Familie in den Arm. Genießt den Tag zusammen. Seid ihr selber. Glaubt an eure Träume. Und dann könnt ihr alles schaffen. Mit ganz viel Liebe und mit einer Menge Fantasie könnt ihr genau jetzt hier sitzen an diesem Tisch. Freunde, er ist nicht betrunken. Nur Wasser. Aber ihr müsst euch eins...
eins im Klaren sein, dass es auch nur Falschgeld. Das ist Cola. Ich muss noch mehr Cola rein. Whisky Cola. Nee, Cola. Hey Eli, geht's dir gut? Hey Eli. Schmeckt! Also wenn ihr Amazon Prime habt, dann könnt ihr Prime Sub da lassen. Wenn nicht, dann könnt ihr einfach so einen Sub da lassen. Ja. Kostet zwar 5 Euro, aber ja, ihr könnt einen Sub da lassen. Ja. Und falls ihr halt Amazon Prime habt, könnt ihr uns sonst den da lassen. Ja, das ist geil von dir. Oder abonniert den Kanal kostenlos. Stark. Ja. Und sonst so? Nadine, 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 Wasser! Wasser! Nachspiel! Oh, Memo! Hey, hey! Mann! Mann! Winker, winker, winker! So. Ich weiß nicht mehr, wie viel der Tag ist. Das vierte oder fünfte Tag. Wir fahren jetzt nach Hause. Mein Gott, Allah, Billah. Ich hab hier nur einer. Guck mal, Bruder, bitte. Mein Gott, bitte diskutier nicht immer mit mir. Diskutier nicht immer mit mir. Wenn ich sag, ich hab zwei mitgenommen, hab ich zwei mitgenommen. Ist der dumm? Immer diskutier mit mir, Alter. Wer weiß, was ich mache. Hey, I'm Ahmed. Hey, hey. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Wir sind einfach. Doch, wenn ich jetzt Eli seine anfasse. Seine sind scheiße, ne? Doch, die sind. Darf ich deine aber anfassen? Aber als du an seinen gelutscht hast, die Wanne nicht. Nur riechen. Komm her. Komm her. Das sind Nippel. Die sind irgendwie so ein bisschen nass. So, okay, gehen rein. Fass mal meine an. Also meine. Ja, wir haben vielleicht gleich. Ja, wer macht denn da Prime Video an? Wo kommt das? Ey, wenn ihr Prime, haben wir so ein Prime ab. Könnt ihr gerne hier umsonst ein Abo da lassen. Ey Leute, wenn ihr Amazon Prime habt, dann könnt ihr... So, letzter Tag. Ich weiß gar nicht, was wir machen. Heute ist EM nämlich. Italien gegen Türkei. Ich bin jetzt 5 Tage hier gewesen und ja, man muss sagen, das ist echt... Man denkt immer, Urlaub ist so krass entspannt. Das ist nicht mal so entspannt, wenn... Ja, es geht auch auf die Substanz. Ja. Ich sehe echt auf Wochen aus dem Lauf. Ja, komm jetzt. 15 Minuten. Ich komm jetzt laufen. Ich hab ein ordentliches Tempo. Ich weiß. Ich komm, warte. Gib mir 2 Minuten, dann komme ich. Dann gehe ich schon mal vor. Ja, ja, ich komm danach. Hättest du ein Fahrrad? Würdest du mitkommen? Ja. Ja. Also, wir sehen uns dann auf der Strecke, ne? Mindestens. Nicht, dass du mich überholst. Jo. Deswegen laufe ich schon mal vor. Wir sehen uns dann auf der Strecke. Hier in einer halben Stunde? Ja. Okay. Will ich sehen. Alles gut. Was ist das denn? Junge, ich will einfach nur laufen gehen. Warum siehst du so aus, als wenn du Fußball spielen willst und so mit so einer Radlerhose und so, Junge? Du bist schnell. Ja. Du hast einen guten Schuss. Ja. Technik, sagst du, limitiert? Ja, ein bisschen limitiert. Ja. Ich komme mehr über Tempo. Über Tempo. Also du bist wie so ein Traktor. Tempo, ja. Breit und schießen. Ich krieg den Ball gerne in den Lauf. Ja. Dann wäre ich der richtige Mann. Ich würde dich füttern wie ein Löwe. Unser Team kommt an. Ja, hey, Jessic, FC Elevate, sag mir eine Zahl. Was willst du haben? Hä? Ich hab da ein paar Kontakte, setzen uns an einen Tisch. Sagst, ich möchte so 50 Euro ja. Und ein Dach über dem Kopf. Okay, kriegen wir organisiert. Ich meinte, du wiegst vielleicht 78 oder so. Er wiegt einfach 92 Kilo, was ist das denn? Du wiegst so viel wie Dukaku. Vielleicht wegen dem Puller. FC. Ist gerade 2020? Ach, ich beende jetzt das Video nach sowas. Hinten zurück will er schaffen, der Mann. Was hat der Mann für eine Lunge? Oh, Hilfe, ey. Merk selber. Ja.
Jeder ist einmal dran mit suchen und man kann sich auf dem ganzen Gelände verstecken. Und der nächste kommt auch gleich. So eine knappe Kiste. Deswegen bin ich hier. Der nächste kommt auch gleich. Also, da müsst ihr einfach mal einschubsen. So, wo sind wir? Beim Buddha. Buddha. Letzter Tag, letztes Mal essen. Ich weiß nicht, ob ich mich heute viel gemeldet habe, um ehrlich zu sein, aber es ist auch sehr anstrengend. Scheiße, ne? 1000 Euro für ein bisschen Garnelen und ein bisschen Reis. Es ist 4 Uhr morgens, ich muss jetzt den Koffer packen. Wie ihr seht, bin ich schon ganz schön weit gekommen. Und zwar habe ich noch nicht angefangen. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss hier noch alles. Obwohl, ich brauche eine Minute, Digga. Einfach alles hier reinschmeißen. Sieht aus, wenn es mich interessiert. Nochmal hier, auf letztes, ne? Auf ein letztes Mal nochmal mit dir in einem Bett. War aber angenehm, ich muss sagen, ungelogen, wir passen zusammen in einem Bett. Ja, ich sehe topfit auf jeden Fall aus. Ich sitze nicht am... 2,5 Stunden ungefähr geschlafen, 3 Stunden, haben fast verschlafen. Wir sind noch in der Villa. Unser Flug, das ist kein Joke, geht in 57 Minuten. Es ist 9.03 Uhr und um 10 Uhr ist Abflug. Fliegen mit Wadi in seinem Privatflug da, Privatjet. Weiß aber nicht, wie wir es hinbekommen. Haben vor ein paar Minuten ein Taxi bestellt, weil die ganze Zeit niemand reingegangen ist. Ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen. Hier nochmal die letzten Views. Sind nochmal ein Fazit. Die Aussicht und das Hotel, Hotel wahrscheinlich, die Anlage war wirklich eine 9 von 10 hier. Ich glaube, ich habe vergessen, alles so zu zeigen, aber es war richtig krass. Von den anderen in den Videos hat man das schon gesehen. Es war einfach eine Villa mit 4 Stockwerken. Das da hinten gehört auch noch zu unserem Ding, zu unserem Grundstück. Sind nämlich das Ganze oben. Was ein bisschen scheiße war, ist es halt Ausgang, nee, nicht Ausgangssperre, aber es macht alles zu um 0 Uhr. Deswegen musste man immer alles selber machen. Also gar nicht einfach immer, aber wir haben unser Bestes da gegeben. Tagsüber waren wir halt auch immer irgendwo. Ja. Alter, das ist so hektisch, Freunde. Das war's. Das Ding, Freunde, heißt ungelogen Casa Cristiano Ibiza. Wo ist der Taxifahrer? Ja. Ja, lass die Zeit. Alles gut, ja? Lass die Zeit. Was ist Hoche? Da ist Hoche. Ah, Hoche hat, ja, alles gut. Well, we need to do quick. Yeah. Like a Feuerwerk, ja? Lewis Hamilton, you know? Du weißt, wir müssen einfach in 40 Minuten fliegen wir los. Ja. Unser Flug geht 30 Minuten. Das ist noch Taxi. Und jetzt da, Hoffe hat aufs Gas gedrückt wie ein Weltmeister. Du hast viel Wasser gestern getrunken, Russa. Ein bisschen habe ich noch Wasser getrunken. Jetzt zeigt euch ehrlich, Freunde, ich würde niemals, ich weiß gar nicht, wie teuer das ist, ich glaube 20.000 für das Ding ausgeben, selbst wenn ich absoluter Multimillionär wäre, ich würde es nicht machen, weil das sich in meinen Augen nicht lohnt, aber das ist schon krass entspannt, ne? Wir fliegen in 20 Minuten, ich bin vor 15 Minuten hier angekommen. Oder nicht mal, Digga, vor 10, das ist so heftig. Die neuen Samples hier abchecken. Zeig mal, komm mal ran. Ich würde da einen Reißverschluss machen. Testen hier gerade ein paar Dinger. Das finde ich viel zu viel. Das ist Quatsch, aber der fühlt sich cool an. Wie gut ist der Stoff? Ich finde das T-Shirt fühlt sich richtig geil an. Ich bin in Deutschland zurück. Das ist das Erste, was ich sehe. Nee, schlechtes Wetter. Die Männer haben einen guten Job gemacht. Coole Sache, coole Erfahrung.